Ich würde sagen, wir haben da hinten am Wasser, war, glaube ich, die Location ganz gut. Bauen wir da ein Baumhaus. Nicht hier YOLO in den Tod springen. Weil hier hat es auch Wasser und alles. Hat es, glaube ich, da hinten auch gehabt. Nee, hier ist Sand. Kacke. Dann bauen wir da hinten. Weil hier im Dschungel werde ich auf jeden Fall bleiben. Dschungel ist awesome. Bauen wir uns hier irgendwo ein Baumhaus. Ich glaube, da hinten ist ein Tempel. Aber ich würde hier alles für einen Tempel halten, was einigermaßen nach Haus ausschaut. Ach, da steht einfach ein Schaf in der Rose drin. Wo ist die? Ach, es ist ungefähr Mittag. Das war gerade bei mir und ich weiß nicht, woher dieses scheiß Geräusch kommt. Alter, diese ganzen Pilze. Hier können wir Pilzsuppe machen, bis wir kotzen. Au. Weil wir werden kotzen, weil das sind Fliegenpilze. Oder wir wohnen in so einem. Oder wir wohnen in so einem Riesenpilz. Das wäre ohne Variante, aber eine ziemlich beschissene Variante. Ich muss nach oben. Ich sehe nichts. Alter, was ist. Was sind das für riesenfette Bäume? Wie dicht die einfach zusammengewachsen sind. Alter Schwede. Ich sehe nichts. Ich muss irgendwie hoch. Auf die Bäume. Hier. Hier kommt unsere Farm hin. Und jetzt brauchen wir noch Bäume. Ja, wir brauchen Bäume. Hat hier nur 10 Mille. Ja, ich würde sagen, hier auf diesen paar Bäumen bauen wir unser Haus. Ja, dann fangen wir mal an. Irgendwann durchkämen wir wirklich den ganzen Dschungel nach einem Dschungeltal. So, ich würde sagen, den stelle ich mal hier hin. Das Bett auch. Ach, das kann ich nur auf befestigten Untergrund stellen. Alles klar. Kann ich das auf die Workbench stellen? Nee. Doch. So, ich würde sagen, dann fangen wir an zu bauen, wa? Da ich das Ganze eventuell mal noch brauchen kann, mache ich das hier mit der Schere weg. So. Wir müssen das hier alles mal eben machen. Hier, wow. Hier oben müssen wir uns auch weniger Sorgen machen wegen Creepern. Weil ich denke nicht. What the? Au. Dass die hier hochkommen. Ich sollte mal meine Rindersteaks braten. Also ich hoffe, dass die hier nicht hochkommen. So. Würde ich sagen, machen wir eine Schicht hier mit Holz zu. Und die Wände mache ich dann irgendwie hier so. Das Haus wird bisschen größer. Ja,
Ja, so irgendwie. Das war zu tief. Alles klar. Weil ich will das Haus auf Blättern befestigen eigentlich. Sozusagen. Und jetzt wird's Nacht. Das ist suboptimal. In der Nacht sollte ich nicht bauen. Ich riskiere es. Ich werde hier oben jetzt pennen. Mich pennen legen. In der Hoffnung, nicht zu sterben. Und einen schöneren Blick zum Einschlafen gibt es gar nicht. Und das, wir wurden nicht von einem Creeper geweckt. Das ist schon mal herzallerliebst. Wie groß machen wir das Haus denn? Wie groß? Ja, ungefähr so. Das passt. So, noch ein paar Blöcke. Alter, hier muss man echt schwindelfrei sein. Ich glaube, ungefähr hier müssen wir rüber. Ja, das sollte passen. Ja, das passt. Haargenau sogar. Leck. Ne. Heute bin ich nicht so YOLO-mäßig drauf. Alter, wieso leckt es heute so? Jetzt habe ich mich... Fick dich, Lags. Habe ich mich selbst ausgesperrt. Leute, das... Ich habe gerade ein Standbild, Alter. Wie das kotzt. Ich mache mal kurz eine Aufnahme-Neustart. Bis gleich. So, ich habe jetzt Minecraft mal neu gestartet. Ich hoffe, das hat's gebracht. Wenn nicht, dann... Ist kacke, aber... Ich denke... Es sollte was gebracht haben. Schöne Minecraft-Musik setzt ein, während wir unser Meisterwerk erbauen. Das hier wird das wohl schönste Baumhaus der Geschichte. Es hat lange gedauert, bis wir den Platz hier gefunden haben, aber ja. Ich denke, es ist verkraftbar. Dafür, dass wir dann nachher eine richtig geile Bude haben. Die Baumstämme übrigens mitten in der Bude, die werde ich lassen. Die werde ich nicht abholzen. Weil so sieht man trotzdem, dass es immer noch ein Baumhaus ist. Ich werde nur die über... Nee, den werde ich sogar lassen. Ich dachte erst, ich werde die überstehenden Teile abhacken, aber den hier würde ich lassen. Das hier würde ich auch lassen. Godlike. Ich habe da unten jetzt einen Block hingesetzt. Das soll nicht sein. Thank you.
bin gerade ein bisschen stumm, weil ich mich hier ein bisschen konzentrieren muss, um nicht runterzufallen. So, ich würde sagen, dann machen wir mal die erste Schicht der Wand. Den lassen wir hier genau frei. Danke für die Erinnerung. Kann das Bett in der Luft schweben? Lol, kann es tatsächlich. Geile Scheiße. Naja, aber wir setzen es richtig hin. Ich werde das Baumhaus eigentlich so offen lassen. Ich habe kein Glas. Ist doof. Gib mir mal ein paar. Ich werde hier ein paar Leitern bauen müssen, damit ich hier hoch und runter kann. Oh mein Gott. Geronimo! Au. Wir werden hier irgendeinen Baum abholzen müssen, weil ich will hier ganz normal einen Baumstamm nach oben. Haben wir eben halt hier drüben. Den lassen wir. Hauen wir hier halt kurz einen Baum zu Kleinholz. Wo ist die Sonne? Ja, wahrscheinlich wieder irgendwo im Untergehen. Wo haben wir einen, ja, kleinen Baum? Ja, wurscht, hauen wir halt den hier einfach kaputt. Ach, da oben ist die Sonne. Okay. So. Ja, der Fail der gestrigen Aufnahme wurde mir erst dann bekannt, als irgendeiner unter dem Video, unter dem Infovideo geschrieben hat, ja, ist ein bisschen stumm. Danke übrigens für das Ding. Mir ist echt nicht aufgefallen, dass mein Mikrofon nicht aufgenommen wurde, weil ich schaue mir nicht alle Videos vor dem Hochladen an. Weil wenn ich irgendwie eine Panne hatte oder so, dann merke ich mir das in der Aufnahme. So. Ja. Dass ich da irgendwie eine Panne hatte, wo ich cutten muss. Enderman. Hilfe. Du kannst woanders furzen. Verzieh dich. Was macht ein Enderman am helllichten Tag bei meinem Haus? So. So. Irgendwas hat geraschelt. Ich hoffe, das war nicht der Enderman. Sonst gibt's auf die Fresse. Wer austeilt, ist halt dann die andere Frage. Welcher Vollidiot kam auf die Idee, Holz, dass man Holz auch seitwärts setzen kann, ey? Voll behindert. Hervorragend. Hat doch gepasst. Das wird unser Deckenpfeiler. Deshalb baue ich den noch ein bisschen mehr in die Höhe. Wie viele Blöcke sind das? Aua. 1, 2, 3, 4. Das könnte, das wird passen. Darauf kommt dann die Decke.
So, dass man auch von oben noch ein bisschen sieht, dass es ein Baum ist. Okay, dann haben wir immer noch keinen Sand geholt. Werden wir heute auch nicht mehr machen. Ich werde mal anfangen, das Dach zu bauen. Denn sonst könnten das regnerische Tage werden. Ich hoffe jetzt nicht, dass es regnet, aber kann ja. Das Problem wird daran liegen, wenn wir dann kein Holz mehr haben, einen Baum zu eine Birke zu finden, um das gleichfarbige Holz zu haben, wenn uns das Holz hier mal ausgeht, weil was wahrscheinlich bald der Fall sein wird. Beim Baumhaus muss ich ganz ehrlich sagen, hier scheiße ich auf Symmetrie, weil ihr seht, es ist nicht symmetrisch. Aber ich finde, das Baumhaus hat so ein Flair, wenn es asymmetrisch ist. Also ja, der Baum da in der Mitte macht irgendwie die Asymmetrie wieder weg. Also mich stört das hier nicht groß, wenn es asymmetrisch ist. Der Ofen allerdings stört beim Baum. So, ich werde mich jetzt mal hinlegen. Und dann werden wir am Tag weiterbauen. Schön, dass kein Vieh hier hochkommt. Jetzt kommt dann gleich ein Creeper hoch und bombt mich weg. Ich habe nicht auf friedlich gestellt. Nee. Ja, ich habe auf einfach, weil Pfannkuchen. Ja, keine Ahnung, einfach so. Ah, hier ist der Rand. Ja, ich warte absichtlich noch ein paar Minuten, damit alle Viecher da unten despawnen. Und mich unten nicht doch noch ein Creeper begrüßt. Das war zu weit. Super gemacht. Wir sind jetzt. Na egal. Lustig wird es jetzt, weil wir eine Birke finden müssen. Und wo zum Geier finde ich hier eine Birke? Ah, da unten. Nee, das sind keine Birken. Doch, das. Ist das eine Birke? Nee. Egal. Ja, und dann hier dazwischen kommt Glas, weil das Baumhaus soll ein bisschen freizügiger sein. Ist das... Nee, schwarzes... Schwarzeichenholz ist das. Ich nehme sich jetzt aber noch eine Eisenschaufel mit. Wir holen jetzt nämlich Sand. Und Sand kriegen wir da vorne. Au! Oder wir legen uns aufs Maul. Also ich dachte, wir kriegen hier Sand. Mäh, da ist eine Birke. Ich glaube es zumindest. Ja, nee. Ah, eine Eiche brauchen wir. Eiche. Weil Eichenholz, aus dem besteht unser Haus.
Wir müssen auch bald Pilze holen, um uns davon zu ernähren. Erst brauche ich Glas. Gib mir Sand.